Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Und zwar möchte ich heute einfach ein bisschen quatschen mit euch. Und zwar, warum ich jetzt auch auf Twitch streame, nicht nur mehr auf YouTube, auch auf Twitch. Und was das Ganze jetzt alles soll, warum halt ich jetzt auch auf Twitch aktiv bin und halt einfach ein bisschen quatschen mit euch. So ein kleiner Let's Talk-artiges Ding. Ich bin hier gerade noch Midnight Dream, meinem Isländer, unterwegs vom letzten Championat, das wir beim Stream gemacht haben. Und ich werde einfach mal ein bisschen random durch SSO rumlaufen und ein bisschen quatschen. Wir können ja zum Zirkus gehen und dort das Rennen machen oder so. Ich finde den Zirkus nämlich ganz nice. Genau, also ich würde sagen, ich fange einfach mal direkt los. Nämlich mit der Frage, warum habe ich halt eigentlich mit Twitch jetzt angefangen und wird es mir erstens zu viel und wie teile ich mir das Ganze ein? Wann streame ich auf Twitch? Wann, ob ich überhaupt noch auf YouTube streame? Mache ich trotzdem noch Videos? Wie man sehen kann, mache ich trotzdem noch Videos. ja, also Twitch ist für mich eine Plattform, die einfach unkompliziert ist. Also ich will jetzt nicht sagen, dass YouTube kompliziert ist, aber ich selbst finde, dass Streamen mit YouTube komplizierter ist wie Streamen mit Twitch. Ich finde Twitch einfach viel einfacher und es ist irgendwie auch einfacher zu bedienen, einfacher einzustellen, meiner Meinung nach. Mir ist gerade eingefallen, dass wir eigentlich die Quests machen können. Ja, ich würde sagen, wir machen die Quests. Währenddessen die neue. Genau. Also ich finde, Twitch ist viel unkomplizierter, wie einen Stream auf YouTube einzustellen, dann mit OBS verbinden. Dauert viel länger, wenn du das mit Twitch machst. Die Sache ist halt die, warum ich eigentlich auf Twitch streame, hat einen ganz bestimmten Grund. Und zwar, die meisten haben mich hier auf YouTube abonniert wegen Star Stable. Will ich jetzt mal so grob sagen, also die meisten zumindest halt. Ich will jetzt nicht sagen, dass das gut, also dass das schlecht ist, meine ich halt. Und ich will auch nicht sagen, dass das was ausmacht, wenn ihr mich nur wegen SSO abonniert habt. Aber es ist halt schade, weil wenn ich dann ein Sims 4 Video mache oder Minecraft Video, kommt es dann halt weniger gut an wie ein Star Stable Video. Mir macht das natürlich nichts aus, weil ich YouTube mache wegen dem Spaß. Wenn ich YouTube wegen Geld machen würde, hätte ich schon längst aufgehört. Aber ich mache es halt rein, weil es mir Spaß macht. Und ja, es ist halt einfach schade, dass Sims 4 Minecraft auf YouTube jetzt von Videostreams her nicht gut ankommt. Und dann dachte ich mir halt so, ja, ich will halt nicht so weitermachen, wenn Sims 4 nicht gut ankommt. Für was soll ich dann noch ein Video machen, wenn es eh fast keiner anschaut? Ist dann halt auch irgendwie langweilig und 10 bis 20 Minuten umsonst gelabert und gespielt. Auch wenn es mir Spaß macht und ich auch nur für mich rede oder keine Ahnung was, aber hallo? Aber es ist halt ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Was muss ich machen? Ich hab's gerade nicht. Ich habe es gerade ein bisschen verpennt, was ich machen muss. Ach so, okay. Hör auf, Oma, bitte! Los das einfach jetzt! Bitte! Hör auf, Oma! Bitte! Geht dir nichts auf. Okay, genau. Auf jeden Fall. Twitch ist halt eine Plattform, wo du alle Spiele streamen kannst. Aber es ist sehr schwer aufzubauen, will ich jetzt mal sagen. Also, wenn du mit Twitch anfängst und kein YouTuber bist oder noch nie irgendwie Erfahrung gemacht hast oder von Instagram dich Leute abonnieren oder YouTube,
ist es ziemlich schwer mit Twitch anzufangen, weil du ziemlich schwer Abonnenten bekommst. Wenn du dann mehr Abonnenten hast, wirst du dann bei anderen vorgeschlagen. Was bei mir gestern beim Stream war, ich wurde dann bei anderen vorgeschlagen. Aber wenn du jetzt mit 0 Abonnenten startest, ist es schwer. Ich meine, ich habe auf Twitch nicht viel Abonnenten. Ich habe auf Twitch 6 Abonnenten und ich glaube, also das ist halt nicht viel. Aber ich mache halt auf Twitch Sims 4, Minecraft, Fortnite, so die Sachen, die ich auf YouTube jetzt nicht so zeigen würde. Und mir macht es dort Spaß. Und ganz ehrlich, wer halt mir zuschauen möchte bei den Spielen, die ich spiele, weil er mich feiert und es einfach unterhaltsam findet, mir zuzugucken, kann mich ja auf Twitch verfolgen. Und wer nur wegen SSO da ist, der kann aber halt auf YouTube bleiben. So möchte ich jedem die Möglichkeit haben, dass er bei den Spielen, die er gern mag, auch zuschauen kann. Ich habe jetzt in der Infobox den Twitch-Link reinkopiert. Den könnt ihr, wenn ihr wollt, bei Twitch vorbeischauen. Wenn ihr nur wegen SSO hier seid, könnt ihr natürlich hier auf YouTube bleiben. Ich persönlich schaue immer von den YouTubern. Ich schaue meistens alle Videos an, weil ich die YouTube halt interessant finde und unterhaltsam finde, ihnen zuzugucken. Aber es gibt halt Leute, die eben wegen nur einem Spiel da sind. Und ich möchte halt euch die Möglichkeit geben, entweder, entweder ihr schaut bei SSO zu oder ihr schaut zum Beispiel jetzt bei Fortnite oder Minecraft zu. Und dann könnt ihr euch selbst aussuchen, ob ihr dann bei Twitch zuschauen möchtet, bei Minecraft. Es ist, ich kann auch sein, dass ich mal SSO streame. Also ihr könnt euch da selbst wirklich die Wahl lassen. Wollt ihr jetzt Fortnite anschauen, Minecraft, Sims 4 oder einfach nur Lava-Streams, wo ich einfach nur über irgendwelche interessanten Themen, die jetzt gerade aktuell sind, rede, könnt ihr gerne auf Twitch mitkommen. Ich werde immer auf Instagram ankündigen, wenn ich da stream. Wenn ihr halt lieber nur SSO ansehen wollt, bleibt ihr halt auf YouTube. Es ist, wie gesagt, mir macht es nichts aus, wenn ihr nur wegen SSO da seid. Nur ich will halt auch andere Spiele spielen, die mir Spaß machen. Und da bekomme ich auf YouTube halt irgendwie nicht die Gelegenheit dazu. Deswegen bin ich halt hauptsächlich auf Twitch gegangen, weil es mir auf YouTube dann irgendwie kam es dann halt so rüber wie, ja, wir sind halt nur wegen SSO da, Spiel SSO. Und dann, wenn das halt so rüberkommt, dann es kam halt irgendwie so rüber wie, ja, du musst das jetzt spielen und ich möchte halt nicht gezwungen werden, irgendein Spiel zu spielen, sondern ich möchte wirklich Spaß haben dran. Und bei anderen Spielen, eben, die ich auf Twitch mache, habe ich auch Spaß dabei. Und auch einfach mit euch über irgendwelche Themen zu labern, mir macht es einfach Spaß. Und ich bekomme auf YouTube halt nicht so die Möglichkeit, das zu zeigen, weil die meisten eben nur wegen SSO da sind. Deswegen eben bin ich jetzt auf Twitch. Und Twitch ist eine kostenlose Plattform. Ihr könnt da ganz viele YouTuber anschauen. Ganz, ganz viele Leute, Bekannte streamen auch. Ich schaue zum Beispiel mal auf Twitch Saftiges Gnu an. Sie ist eine wirklich tolle YouTuberin. Ich feiere sie. Ihr schaue ich zum Beispiel auf Twitch zu. Sie ist genau auch wegen dem gleichen Grund auf Twitch. Auch weil ihr auf YouTube der Chat zu schnell ist und weil sie meint halt, auf Twitch findet sie es einfach lustiger zu streamen. Und ich bin genau derselben Meinung. Wenn ihr Bock habt eben auf andere Spiele, schaut gerne bei Twitch vorbei. Der Link dazu ist in der Infobox. Somit war es das mit diesem Video. Es war nicht so lang, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ich hoffe, ihr versteht das jetzt auch, warum ich halt jetzt auch auf Twitch bin. Ich sag Dankeschön fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!